Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Echo Show 15. Habe ich tatsächlich schon Anfang Januar vorbestellt. Ist jetzt endlich mal ausgeliefert worden. Ich habe mich schon mega darauf gefreut und bin jetzt wirklich gespannt, was uns hier erwartet. Den Link zu dem Gerät findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr neu dabei seid, vergesst auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben. Und wir starten jetzt mit dem Unboxing. So kommt also das gute Stück bei uns an und ja, ich bin mega gespannt, wie es aussieht. Und ihr seht, es ist einfach riesig. Das ist meine Hand. Das Ding ist sowas von riesig tatsächlich. Ja, man weiß ja, dass es 15 Zoll sind, aber gerade noch mit dem Rahmen drumherum, es ist wirklich ein ordentliches Gerät. Und jetzt gucken wir uns mal an, was noch alles dabei ist. Boah, ist auch schwer ohne Ende. Ihr seht auch schon die Dicke. Auch schon viel dicker, als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Aber gut, es sind ja auch Lautsprecher verbaut drin. Also, hello, bonjour, hola, Echo Show 15. Also eine kurze Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Dann haben wir hier diesen Montagerahmen, den man wohl nachher an die Wand schrauben kann, wo das Gerät eingehängt wird. Das Netzteil hat 18 Volt, 1,67 Ampere und hat hier so einen Rundstecker. Gar kein USB-Typ C, hätte ich jetzt gedacht, aber hier ist tatsächlich ein Rundstecker verbaut. Das Kabel kommt mir auch relativ kurz vor, muss ich sagen. Wie lang es genau ist, gucken wir jetzt gleich mal nach. Für die Montage haben wir dann hier 4 Dübel und 4 Spax-Schrauben. Montageschablone, auch sehr hilfreich. Dann haben wir ja noch wichtige Informationen zu dem Echo Show 15. Damit ist das Paket geleert. Mehr ist nicht dabei. Schauen wir uns nun den Echo Show 15 mal im Detail an. Und zwar auf der Vorderseite entdecken wir schon eine Kamera, die nachher dazu wirklich da sein sollte, verschiedene Personen zu erkennen und verschiedene Elemente dann anzuzeigen, je nachdem, wer vor dem Bildschirm steht. Dann haben wir auf der Oberseite ein Plus und ein Minus für die Lautstärke, dann einen Button, um das Mikrofon und die Kamera auszuschalten und tatsächlich noch einen manuellen Switch, um die Kamera wirklich zu verdecken. Auf der linken Seite angegeben 2 Mikrofone. Oben finde ich allerdings auch noch 2 Löcher, die laut Beschreibung nicht beschriftet sind. Aber ich denke, das sind auch noch Mikrofone. Auf der Unterseite des Geräts haben wir nichts. Auf der Rückseite haben wir jeweils links und rechts die Lautsprecher sitzen. Hinten haben wir dann die Möglichkeit, die Wandhalterung einzuhängen. Ich sehe auch hier, wir haben hier Gewindelöcher. Das heißt, wir können wahrscheinlich auch so eine Standard-Wandhalterung da dran schrauben, damit das Ganze hin und her bewegt werden kann. Im Inneren des Gerätes finden wir einmal einen Micro-USB-Anschluss und den Anschluss für den Rundstecker. In der Anleitung finden wir übrigens kein Wort zu dem Micro-USB-Anschluss, der da vorhanden ist. Okay, wie ihr seht, ich habe das Licht ein bisschen abgedunkelt. Ihr seht mich jetzt hier gerade auch selber. Und wir schalten das jetzt zum ersten Mal an. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Das Amazon-Logo. Echo. Eieiei, eine schöne Melodie. Also hier unten seht ihr, ein Ladebalken läuft los. Das Gerät wird irgendwie eingerichtet. Ah, und schon können wir eine Sprache auswählen. Da wählen wir Deutsch aus. Bereit für die Einrichtung. Jetzt will er von uns das WLAN-Passwort haben. Das geben wir jetzt mal ein. Verbinden. Verbindung wird hergestellt. Der WLAN-Empfang von dem Gerät scheint auch schon mal sehr gut zu sein, weil wir sind hier unten im Keller und manche Geräte haben tatsächlich hier schon Probleme mit dem WLAN. Jetzt müssen wir unser Amazon-Konto eingeben. Anmeldung läuft. Gerät verifizieren. Jetzt müsste ich also irgendwo einen Verifizierungscode bekommen. Habe ich auch bekommen. Den geben wir mal ein. Anmeldung läuft. Der Code scheint zu funktionieren. Wird geladen. Okay, wir erklären uns mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Mitteleuropäische Normalzeit. In welchem Zimmer befindet er sich? Machen wir erstmal einfach Keller. So, hier, damit ich hier nicht durcheinander komme mit den ganzen Geräten, nennen wir ihn nochmal wirklich 15, damit ich weiß, dass es der ist. Gerät wird benannt. So, jetzt will er erstmal ein Update machen. Gerät wird aktualisiert. Das kann bis zu 10 Minuten dauern. Das Update installiert wird. Wird das Gerät ein paar Mal neu gestartet. Nach dem Neustart läuft dann nochmal ein Statusbalken hoch. Weiter geht's. Jetzt kann man hier Profile für sich und andere einrichten. Ich würde jetzt einfach mal ein Profil für mich einrichten. Kann man sich sogar anhören, wie die Alexa dann meinen Namen ausspricht. Christoph. Das passt, Volltreffer. Also wir können jetzt eine Stimmen-ID einrichten und eine visuelle ID. Wir machen erstmal die Stimmen-ID. Natürlich stimmen wir zu. Sag, Alexa, wie ist die Temperatur draußen? Alexa, wie ist die Temperatur draußen? Du bist bereit, Christoph, toll der Stimme einen Namen geben zu können. Ich habe Informationen über deine Stimm-ID an die Alexa-App geschickt. Und wenn du anderen helfen möchtest, auf diesen Geräten erkannt zu werden, erinnere sie daran, zu sagen, Alexa, lerne meine Stimme. So, jetzt wird spannend, jetzt richten wir die visuelle ID ein. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, also die Stimme konnte man ja schon länger einrichten. Das ist jetzt hier neu und ihr seht auch die Kamera hier. Ich bin bereit. Drück mal. Schau direkt auf den Bildschirm, um zu beginnen.
Richte den Kopf nach oben. Schau nach rechts. Richte den Kopf nach unten. Schau nach links. Boah, wollen wir weit drehen. Das hat doch wunderbar geklappt. Erlauben Sie Mitglieder Ihres Hauses aufzeichnen. Dieses Echo-Show kann man jederzeit überall auf der Alexa verbunden. Also, ja, aktivieren. Diese Echo-Show erscheint jetzt als Kamera in der Alexa-App. Ja, wunderbar. Das heißt also, wir können darauf zugreifen. Und jetzt wollen Sie uns natürlich hier wieder so ein Amazon Music andrehen. Nein, danke. Die Einrichtung ist abgeschlossen. Ich bin jetzt bereit. Frag mich etwas. Jetzt ist nur die große Frage, wie kann man sein Dashboard hier einrichten? Ah ja, WhiteGate, verstanden. Ah, hier kann ich jetzt welche auswählen, die ich hinzufügen möchte. Kalender, so, das würde ich auf jeden Fall schon mal hinzufügen wollen. So, jetzt haben wir auf Hinzufügen geklickt, der hat auch irgendwas gemacht. Jetzt machen wir noch spaßeshalber hier so eine Haftnotiz, die wir da hinzufügen. Was ist denn noch interessant? Was gibt es denn noch? Nachbestellen? Musik? Nee, was kann ich kochen? Wetter wäre vielleicht auch noch ganz cool, das hinzuzufügen. Bestätigt das auch immer mit so einem kleinen Ton. Ah ja, klar, und Smart Home Favoriten wäre natürlich auch noch super. Ah ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Okay, wir haben das jetzt quasi nur für die rechte Seite hinzugefügt. Jetzt können wir die anders anordnen. Größer machen kann man sie anscheinend jetzt nicht. Ich würde sie nämlich gerne viel größer haben. Ihr seht, der Echo Show ist jetzt im Bilderrahmenmodus. Also das ist wirklich cool. Die Bilder sehen auch ziemlich schön aus, muss man sagen. Also die Farbdarstellung ist sehr schön. Wir haben natürlich hier ein Full-HD-Display installiert. Und ja, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Rahmen schon beschäftigt. Und ja, hinten könnte man auf jeden Fall eine VESA-Halterung dran machen, eine Monitorhalterung. Und genau das würde ich für die Küche machen, weil ich habe da einfach keine Stelle, wo ich direkt diese Wandhalterung platzieren kann. Und ja, wir können uns jetzt hier gerne nochmal ein bisschen die Einstellungen angucken. Also die Helligkeit stellt sich automatisch ein, je nachdem, wie es Umgebungslicht ist. Wir können natürlich auch hingehen und sagen, wir wollen das Ding manuell einstellen. Und ist das hier schon die volle Helligkeit anscheinend? Mal ein bisschen hin und her schieben. Also dunkel geht das Ding auf jeden Fall auch gut, dass man nichts mehr sieht, wie man sieht. Ja. Natürlich geht es hier mal volle Helligkeit, weil ich hier über die Lampen aufgebaut habe. Gerne können wir auch nochmal gerade hier die Menüpunkte durchgucken. Also wir haben hier einmal Kommunikation. Das läuft auch eigentlich alles super flüssig, muss man echt sagen. Jetzt kann man hier ein Drop-In machen, eine Ankündigung. Wir könnten natürlich jetzt hier ein Drop-In machen. Was bietet ihr mir an? Hier, wir können jetzt in die Küche gehen. So, jetzt haben wir das Licht in der Küche eingeschaltet und ihr seht, die Kameraqualität ist definitiv jetzt besser. Ihr könnt sogar hier das Videobild woanders hinschieben, zumindest in die Ecken. Mittig können wir es nicht platzieren. Aber wir können uns hier aussuchen, in welcher Ecke das Bild ist. Jetzt können wir hier den Anruf beenden quasi. So viel also zum Thema Kommunikation. Dann haben wir hier den Button Musik. Finde ich auf jeden Fall auch cool gemacht. Läuft super flüssig hier. Spotify, alles verbunden. Jetzt können wir hier einfach irgendwas auswählen und es geht direkt volle Pulle ab. Oben mit den Knöpfen kann man schön lauter leise machen. Natürlich hier unten auch am Touchscreen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr schön. So, besser mal ganz leise machen, sonst wird das Video nachher wieder gesperrt. Und ja, ihr seht, ihr könnt ihr jetzt hier auch hier schön aussuchen. Also es geht wirklich wunderbar von der Hand. Also genauso habe ich mir das vorgestellt bei so einem teuren Gerät, sage ich mal, in Anführungsstrichen für 250 Euro. Da sollte das schon gut funktionieren und das tut es meiner Meinung nach auch. Auch die Boxen sind jetzt für den Einsatz in der Küche oder sowas völlig in Ordnung. Es geht wirklich schon sehr, sehr laut. Natürlich, ab einer gewissen Lautstärke fängt es an, unschön zu werden. Aber kein Vergleich zu den anderen Boxen, die ich jetzt habe. Dann haben wir natürlich einmal auch den Part Smart Home hier. Hier würde ich mir eigentlich wünschen, dass man das alles noch ein bisschen besser organisieren kann. Wahrscheinlich muss ich auch mal ein bisschen Ordnung reinbringen, weil ich habe hier so viele Sachen. Das ist unfassbar. Also wirklich kann ich hier stundenlang scrollen. Also, aber um da mal was drauf zu machen, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt, gerade in der Küche. Oder wenn ihr das Gerät hier irgendwie in der Werkstatt montiert, finde ich das wirklich hammermäßig, dass man hier einfach Netflix, Prime, YouTube, einfach ein bisschen Filmchen gucken beim Kochen oder wo ihr das Gerät auch immer hinbaut. Und natürlich kommt dann auch hier wieder zur Geltung, dass ihr einfach Full-HD-Streaming machen könnt. Das ist halt nochmal was ganz anderes als auf dem kleinen Bildschirm. Ja, hier sieht man jetzt ziemlich gut die Qualität. Also die ist wirklich sehr, sehr gut. Da macht das Ganze auch Spaß und gerade bei der Größe kann man da wirklich was Vernünftiges drauf gucken. Ja, sonst haben wir hier natürlich noch unsere Routinen, die wir einstellen können, wie auf dem Handy auch. Dann haben wir die Funktion Bilderrahmen, wo man gewisse Bilder abspielen kann. Benachrichtigungen, da kann man jetzt hier Benachrichtigungen sehen. Ja, einen Wecker kann man stellen, wo das Ding auch langsam heller wird, wie wir gerade eben bei der Helligkeit gesehen haben. Dann haben wir hier den Bitte-nicht-stören-Modus, den wir reinkloppen können. Und ihr seht auch hier wieder, kommt direkt ein schönes Bild von mir, vom Schiffchen.
sieht aus wie wirklich ausgedruckt, tatsächlich. Und jetzt können wir hier auch wieder aus dem bitte nicht stören Modus rausgehen. Ja, Einstellungen gibt es meiner Meinung nach auch nichts Besonderes. Klar, das Ding hat Bluetooth. Profil kann man verschiedene einrichten. Ja, ansonsten soll es das erstmal gewesen sein mit der groben Vorstellung. Ja, soweit also der erste Eindruck von dem Echo Show 15. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein kleines bisschen mehr erwartet. Also noch sind die Funktionen sehr eingeschränkt. Auch die visuelle Erkennung, wie ihr hier gerade seht, die funktioniert. Er sagt immer bei mir, hallo Christoph, hallo Nina bei meiner Frau. Die visuelle Erkennung erfolgt tatsächlich in dem Gerät. Das heißt, das Gerät hat schon so viel Leistung, dass es also ohne die Cloud klarkommt und die Gesichter erkennen kann. So wird es zumindest beworben. Trotzdem dauert es immer relativ lange, bis man erkannt wird. Und wenn man dann erkannt wird, ändert sich halt auch irgendwie nichts. Ich kann auch nicht sagen, ich will zwei verschiedene Startbildschirme, einmal für die Frau, einmal für mich. Das geht bisher nicht. Ich denke, das kommt alles mit der Software nach. Und auch die Widgets, die man da installieren kann, sind noch sehr überschaubar. Was allerdings richtig gut funktioniert, der Zugriff auf die Kameras. Also man kann dann richtig schön groß seine Kamera sehen und halt auch generell Fernseh gucken in Full HD. Richtig gut. Ich werde das Gerät jetzt in die Küche einbauen. Dafür habe ich mir so eine Weser-Halterung hier geholt. Und ihr seht hier gerade mal unseren alten Echo Show. Richtig schön klein in der Küche und jetzt haben wir so einen riesen 15 Zoll Trimmer da. Ich finde, es sieht geil aus. Hab lange überlegt, wo man den hinmachen soll, aber ich denke, in der Küche ist man immer gerade mit dem Terminkalender, den man immer sehen kann, super gut. Und man kann sich halt beim Kochen auch mal eben einen Film anmachen, YouTube. Das war halt mit dem kleinen Echo Show immer sehr fummelig und hat nicht schön funktioniert, sehr hakelig. Und da ist die Performance natürlich jetzt um Welten besser, überhaupt gar keinen Vergleich mehr. Den Link übrigens zu der Wandhalterung, die ich da verbaut habe, findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Kostet irgendwas um die 16 Euro und ist, denke ich mal, eine super Alternative zu der originalen Wandhalterung. Ganz wichtiges Thema noch, ihr könnt das Gerät natürlich horizontal und vertikal installieren. Das habe ich jetzt in dem Video noch gar nicht so erwähnt. Ist natürlich eine Mega-Funktion, der Bildschirm dreht sich automatisch. Das Netzteil hat übrigens eine Länge von 1,50 Meter. Weiter kommt ihr also nicht, finde ich relativ wenig. Ich hoffe, der kleine Überblick hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das Gerät findet ihr in der Videobeschreibung auch nochmal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.